Es ist doch gar kein Panzer. Es ist nur ein Kettenschlepper. So, Freunde, und jetzt gucken wir uns was, was ganz anderes an. Ja? Und zwar von Dümmtüch. Spricht man sie aus doch? Nee, Dummtüch. Sorry, richtiger Fail, Alter. Kann ich mal lesen. Wir haben einen Panzer gekauft. Platz 12 sogar in den Trends. Das Ding sieht auf jeden Fall katastrophal aus. Ich bin mal gespannt, ob das noch fährt oder ob das jetzt ein neues Projekt ist. Keine Ahnung, ich verfolge den Kanal jetzt nicht so intensiv. Aber bei einem gekauften Panzer, da müssen wir reingucken, Freunde. Mahlzeit moin, Freunde der verrückten Unterhaltung. Wie lange schon angekündigt, haben wir es endlich vollbracht. Wir konnten uns endlich einen Panzer kaufen. Ja, es ist auf jeden Fall ein russischer Bergepanzer. Okay. Ein ATS 59 der ersten Generation. Sieht, wie ich finde, wie so ein alter Jeep aus. Was? Mit Ketten. Also so original, ne? Das ist ein Jeep. Auf jeden Fall haben wir uns da mal wieder ein bisschen Arbeit. Fährt das Ding? Ich weiß nicht, was du meinst. Unhandliche Arbeit. Sehr unhandlich. Hat er den jetzt mit der roten Nummer rübergefahren oder wie ist der hier hingekommen? Wofür rote Nummer? Der ist noch angemeldet. Kennzeichen ist noch dran. Die Kennzeichen habe ich jetzt nicht mal machen. Also, das ist original Kennzeichen hier. A für Österreich oder was? Das Foto haben wir auch gekriegt. Das war weiß lackieren, ja. Schwarz machen. Wieder. Wollen wir euch einmal rumführen, was das ganze Teil so mit sich bringt, oder? Wie habe ich das? Wir haben ein Video gekriegt, wie der lief. Und der LKW-Fahrer hat gesagt, oh, nix Start. Keine, was hat er gesagt? Keine Tanks. Dieselreservoir. Reservoir. Auf jeden Fall habe ich nachgeguckt, die Dieselfilter oben sind da irgendwelche Schrauben los und so. Also so mal eben anstellen ist das schon mal nicht. Und wenn man sich hier die ganzen Leitungen anguckt, aber das wussten wir auch, hat er uns vorher gesagt, die sehen auch jetzt nicht mehr so wirklich prickelnd aus. Was ist das überhaupt für ein Motor? Boah, ich frage mich, wie der sich anhört, wenn das Ding wieder laufen sollte. Ein V12 Motor, 38,8 Liter Hubraum. Was? 38? Ein V12 Motor. V12, ja. 38,8 Liter Hubraum. Das ist doch kein Panzer. Was ist das denn? Ein Trabi oder was? Klar, das ist doch ein Kettenfahrzeug. Ist es ein Panzer? Wie definiert man einen Panzer? Ist ein Bergepanzer. Deswegen hat er Ketten. Ja, aber das ist, glaube ich, dieser Standardmotor, den die Russen überall eingebaut haben. Und der ist hier mit der niedrigsten Leistung, mit 300 PS nur. Aber ich glaube, Hubraum ersetzt alles. Oh, jetzt sieht man nochmal hier. Ja, das gut, es ist halt jetzt kein Gefechtspanzer, falls es das Wort überhaupt gibt, ne? Wo jetzt krass geschossen wurde und so weiter, sondern der ist halt zum Bergen. Ja. Ich bin mir gerade nicht sicher, überhaupt die Definition eines Panzers, ob Panzer nicht ein Kettenfahrzeug ist, ist ein Kampffahrzeug, das durch Panzerung gegen Beschuss geschützt ist. Gut, das ist es nicht, das hat Glasscheiben. Rollt auf Gleisketten. Na gut, die haben ja alle keine Glasscheiben, ne? Da habt ihr schon recht irgendwie. Was willst du machen? Kleine Eier. Nicht gepanzert, ist kein Panzer. Also ist eigentlich kein Panzer. Chat sagt, ist kein Panzer, okay? Bergepanzer ist auch gepanzert. Aber was ist denn das dann? Es ist. Wir gucken uns einfach weiter an. Chat sagt, ist gar kein Panzer. Na gut. Sollen wir schon mal die Features zeigen? Ja, wir fangen im Innenraum an, oder? Der ist ja nicht so groß. Ja, wir fangen mit dem Außenfeature an. Aluminiumtüren, also kein Rost. So, ja. So aus wie gepflegt. War beim Bund Panzerfahrer und ja, es ist ein Kettenfahrzeug. Ja, dass es ein Kettenfahrzeug ist, das ist mir schon klar, weil das haben wir gerade gesehen, da sind Ketten dran. Ich würde sagen, der Chat diskutiert noch ein bisschen darüber und ich gucke mir weiter das Video an. Eieiei. Brannte auch über meine Fahrseite, oder? Du Scheiße. Ja, sieht kacke aus, ey. Wichtig war, man hat eine Sonnenblende und einen Himmel. Also, das ist wichtig im Panzer. Also, eigentlich echt luxuriös aus. Also, wenn ich das Ding sehe, könnte ich mir nicht vorstellen, dass es noch fährt. Gestattet. Mit Stoffbezogen. Ledersitz. Die Kabine wurde vom Ami geklaut. Alles mit Stoffbezogen. Dann hat man einen Scheibenwischer, eine Heizung. Oh, Alarmanlage. Egal! Die Russen kommen! Weiß ich gar nicht! Von der Grundsubstanz, der sieht zwar aus wie ein Haufen Scheiße, ja, aber eigentlich ist gar nicht mal so schlecht. Das sagen irgendwie alle Schrauber, wenn der Ding nicht läuft von der Substanz, ist er gut. Standardspruch. Weil der hat angeblich, oder auf dem Tacho, und angeblich wiegt nicht erst 1000 Kilometer runter von den Ketten her. Gib doch mal an. Ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Lambo-Felge, oder? Jetzt mal, wirklich mal. So, von dieser Speichen haben, diesen Y-Speichen, so ein bisschen erinnert mich an so ein Lambo.
Also, Chat sagt ganz klar, ATS Kettenschlepper. Google das mal. Ja, das ist das Ding. Russischer Kettenschlepper. Das ist das Ding. Wir gehen mal rein jetzt hier. Wikipedia. Ist Name eines sowjetischen Raubenschleppers. Er löste 1950 den ATS-Kettenzug mit dem mittlerweile Anhängelast. Das ist ja kein Panzer. Die verarschen uns, Freunde. Es ist doch gar kein Panzer. Okay. Motor, Kraftübertragung, wesentliche Teile des Laufwerks stammen vom Panzer T-54. Es ist nur ein Kettenschlepper. Aber die Ketten sehen auf jeden Fall aus wie neu, finde ich. Ach, Ketten, Kettenräder, Spanner, sind eigentlich alles. Hier, diese Zähne. Ich würde sagen, die Spanner ja auch alle. Ja, hier diese Zähne, wo der ja drin läuft. Mhm. Du siehst ganz oft, dass sie hier richtig eingelaufen sind. Hier ist ein Mini-Bisschen, aber das ist noch gar nichts. Da geht noch einiges. Und ich glaube, das ist das Wichtigste an so einem Panzer, dass das Laufwerk funktioniert. Das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Die andere Hälfte der Miete ist der Motor. Ja. Der Rest ist der Motor läuft. Chat hier auf jeden Fall völlig am Durchdrehen. Falls kein Panzer ist. Sieht auch von oben eigentlich ganz gut aus. Man sieht auf jeden Fall hier, dass der schon etwas länger gestanden hat. Ein bisschen durch Rostung. Wolltest du sagen? Der kommt, so ein Kettenfahrzeug gehört ja auch in der Garage eigentlich, ne? Das ist ein aber, bisschen Kadett am Panzer. Ja. Aber hier, wenn man jetzt so sich die Leitung anguckt, dann, so sehen die alle aus. Da weiß man natürlich, dass es nicht so gut ist. Aber hier für Schächte. Oh, hier das, also wir haben jetzt gestern gedacht, dass das der Auspuff ist. Ja. Nö. Weil. Guckst du da hinten drin, diese Trompeten? Ja. Denk mal, das ist der Auspuff. Ja. Der Auspuff ist aber ein bisschen durchgerostet. Da haben wir irgendwie auch Panzerfahrer hier. Ich wollte sagen, ein bisschen Leute, die Ahnung haben, können es bestimmt. Also wir sehen das bestimmt, wenn das Ding läuft. Aber auf jeden Fall, das hier habe ich mir überlegt. Tatütata. Dass das vielleicht. Der hat, glaube ich, eine Standheizung drin. Dass das vielleicht der Ausgang ist. Man weiß es nicht. Dann hier ist wahrscheinlich Diesel. Ja, klar. Der hat 4 Tanks. Ich denke mal, jeden einzelnen kann man einzeln befüllen, damit das schneller geht. Ah. Dann, was da jetzt alles so. Ich glaube, wir können gleich am besten erstmal freiräumen, oder? Das ist die Markise für den Kühler. Ja, stimmt, die Markise für den Kühler. Ja, gut, hier ist. Ist so gut. Oh, das ist auch nicht original, sagen. Ist das Stoff oder Papier? Heftig. Ja. Stabile Anhängerkupplung haben wir auch dabei. Geil. Ich glaube, ja, ich weiß nicht. Die reißen nicht. Oh, ich will das Ding aber jetzt in Action sehen eigentlich, ne? Ist so schnell ab. Aber wer uns eine gute Rockfinger Automatikkupplung zur Verfügung stellen möchte, würden wir gerne nehmen, weil dann können wir auch unsere deutschen Anhänger dahinter machen. Eine Einkreis-Druckluftanlage haben wir, also es wird immer schierer. Das Ganze kann man natürlich auch mal umrüsten auf Zweikreis. Die Lohner wissen, was dann abgeht. Ich verstehe nur Bahnhof. Dann haben wir absolute Feature. Warum wir eigentlich nicht auf haben nur? Oh. Hier kann man mal eben seinen nächsten Kumpel einhängen. Eine 15-Tonnen-Seilwinde, die direkt vom Motor. Oh, ist schon irgendwie geil, oder? Also ich so Videos, wie die jetzt da irgendwie so einen Panzer irgendwo rausziehen würden oder so ein LKW, so völlig der auf dem umgekippt ist oder irgendwo so übelst im Schlamm drin steckt, würde ich schon videotechnisch geil finden. Da irgendwie so ein paar, wie heißen diese Schlingen? Dings da rum und dann da hinten ran und richtig Power und V12 und ist schon geil. Hätte ich Bock drauf. Die Jungs leben den Traum eines jeden Dorfis. Ja, so ein bisschen kommt's rüber, ne? Aber ich find's geil. Also ich find's schon, ich find's cool irgendwie. So angetrieben wird, also. Wenn jetzt irgendeiner sagt, das braucht man nicht, dem hau ich einen. Ja. Hat hier auch neulich auf dem Aldi-Parkplatz oder wo kommt die Rolle da? Parkrempler. Hat die Frau mal mitgenommen einen Tag. Da ging Corsa durch. Auch nur am Scheiße labern, herrlich. So, ja, das Ganze hat noch irgendwie irgendwas mit Kran oder sowas. Kranig. Wir wissen noch nicht ganz genau wie, wo, was. Stefan hat schon mal eine grobe Vermutung gehabt. Also ich habe mir schon überlegt, da oben steht ja ein so ein Pin hoch. Ja. Dass da quasi einer nach vorne hingeht, weil vorne ist auch noch eine Halterung. Dass du quasi dann, weißt du, vorne und dann so ein Gestell hast, wo du hier oben drüber her die Seilwinde laufen lassen kannst. Dass man dann quasi. Mich würde ja mal interessieren, was hat der Bums gekostet und wo ist das Ding her? Wie so ein Kran vorne was anheben kann, aber das waren bis jetzt nur Vermutungen. 4-mal umgelenkt. Krass, ne? Bäh. Däubel normal. Auf jeden Fall hier eigentlich das gleiche nochmal in grün. Ist hier alles nochmal gespiegelt mit den Tanks und so. Dachgepäckträger haben wir auch. Oh, geil. Für den Skiurlaub, wenn man mal ein bisschen zu viel Gepäck dabei hat, kann man da eben ein bisschen was aufs Dach packen. Was hast du hier so für... Was?
Achso, das ist der Batterieklappe. Dann kann man mal reingucken, ne? Ja. Die ist auch, hier ist die Entnahmeklappe für. Da ist ja oben alles offen. Die Batterie. Ist ja ein russisches Gefährt, deswegen hat man extra so Klappen, um zu gucken, ob schon alles geklaut wurde oder noch nicht. Also eine Batterie kriegst du da nicht durch. Ja. Das steht fest. Hier vorne habe ich schon rauskristallisiert. Kristallisiert? Was schraubt er da jetzt ab? Ist ein Deckel. Kalaschnikow. So, auf jeden Fall, hier ist der Öl. Ich hatte vorher extra gesagt, wir bestellen 60 Liter Motoröl. Und auf dem Peilstab steht, wie war 60 Liter Motoröl gehen hier drauf. Der Motor hat eine Trockensumpfschmierung. Oh, also, schon fehlt. Also können wir... Trockensumpfschmierung? Ich komme mir vor wie der letzte Keck, ey. Damit quasi über Kopf fahren. Oder im Tunnel so, wie man das kennt, so. Da durchcruisen. Oh, hier ist das gleich in grün, boah. Hier gab es eine Zugabe. Oh, ja. Ah, das ist genauso alter Schlauch, wie der schon verbaut ist. Oh, über Luxus ist es eigentlich nicht, hier reinzukommen, weil wie man sieht, ist diese Tür riesig. Geht auch sehr weit los. Das kann man ändern. Auf jeden Fall muss man sich irgendwie hier so und Leitern anbauen. So, dann steht man hier oben und dann muss man sich da reinquellen. Aber, jetzt zeig doch mal eben. Hier geht das noch. Fahrerseite hat man noch diese zwei Hebel. Rein ging jetzt noch, raus haben wir uns bis jetzt ganz schön einen abgequält. Gibt es da so eine Stellung für Aussteigen, aber die Hebel... Mach mal vorne da Motor aber auf vorne fest den Bums. Ich habe gesehen, Ahnung, dass ganz oft die Hebel ganz weit vorne sind. Weil die kann Vollgas man geben. Keine Ahnung. Vollgas geben, eben aussteigen. Ah. Das hier ist, ich denke mal Sauerstoff war da drin, oder? Ich glaube Stickstoff haben wir. Oder Stickstoff? Auf jeden Fall kannst du hier mit Stickstoff, kommt hier an der Leitung angeschlossen. Hä, da ist ja ultra viel Platz. Ich glaube, der Motor fehlt. Das geht hinten, ich denke mal, hier ist einfach irgendwo nochmal ein Ventil zwischen. Das geht dann hinten zum Motor. Da ist quasi ja, wie eine Einspritzpumpe, die dann den Stickstoff in die Zylinder drückt und damit startet dann der Motor. Das ist quasi, ich denke mal, der Notanlasser von früher, oder? Ich glaube, die Panzer, die springen nur so an. Der hat ja auch noch einen normalen Anlasser, aber ja. Ist auf jeden Fall nicht so schlecht. Ja, dann hier drin ist das ganz dezente Getriebe. Ach, der Motor ist ganz woanders. Das ist Getriebe. Was nur minimal groß ist. Aha. Ja, mehr kann ich da auch noch nicht zu sagen. Der Motor ist hinter der Kabine. Meinst du, kriegen wir noch neue Türgummis? Ach, natürlich. Natürlich. Aber der hat doch die Verdruckluftanlage, ey. Der ist auch ein bisschen nass überall, der ne? Mitte ist, das ist der Druckluft, Zylinder hier zum Bremsen. Mhm. Ich glaube, ganz schön schier, ey. Dann schießt er. Egal. Wir haben bei dem günstigen Kauf noch 4 neue LKW-Batterien dabei gekriegt. Was auch schon mal nicht so schlecht ist. Hier haben wir den dezenten Luftfilterkasten. Mhm. Ich weiß nicht, ob das ein Ölbad-Luftfilter ist oder nicht. Muss man nachher mal losnehmen. Und hier kann man oben aufs Herz gucken. Ach so, das ist der Motor. Auf Herz. Einem dezenten V12. Aha. Ja. Mehr kann man hier noch nicht wirklich sehen, ne? Aber ich bin jetzt. Ist das Ding Schrott? Ja. Was ist jetzt überhaupt der Plan? Habe ich das irgendwie mitbekommen? Mir wird schlecht, wenn ich das sehe. Und ich dachte, ich habe das Schlimmste schon gesehen. Ja. So, wollen wir mal eben. Das kommt aber rum, wenn man halt über Fotos ein Objekt kauft. Ja. Warum hast du den nicht eben angeguckt? Vorher. Stand weil der vielleicht ein bisschen weiter weg stand. Ich weiß gar nicht, wie war das denn jetzt die Konstellation? Wurde aus Deutschland verkauft, ist ein russischer Panzer, stand aber in Rumänien. Oder? Ja, das Ding hat. Ein Deutscher bei eBay Kleinanzeigen drin gehabt. Da sind wir auch nur aus Zufall drauf gekommen. Hattest du, glaube ich, gesehen? Klar, hat wahrscheinlich mal durch Zufall einfach mal Panzer bei eBay Kleinanzeigen angegeben. Ja, habe ich da einfach mal angerufen. Ja, hörte sich ganz gut an. Ja, was kostet der Bums? Hin und her. Dann haben wir das Ding auch schon gekauft. Auf jeden Fall, der kommt aus Rumänien. Ja. Jo. Da war der ja schon mal in Deutschland. Ja, schon ganz. Ich wollte sagen, vielleicht ist aber bei der Kilometerzahl, wenn der geht, der Tacho, dann. Er ist wahrscheinlich nur von der Produktionshalle bis nach Rumänien gekommen und da wurde dann. Ja. Vergessen. Oh, wir haben einen Panzer hier stehen. Tank leer liegen geblieben. Ja. Komm da stehen. Schon wieder passiert. Da haben sie mir die Ketten abgesprengt, die Säue. Die Schweine. Muss sie wieder flicken mit ein bisschen Tunneldraht. Weil hier haben wir uns gedacht, da kannst du nochmal. Der ist nicht so schwer. Wiegt nur 13 Tonnen. Also Bus quasi. Bus-like, ja. Damit kann man noch ein bisschen was transportieren. Wir haben uns schon überlegt, so einen ordentlichen Kran wie vom LKW hier drauf zu machen. Dann ist das ein bisschen praktischer natürlich.
Also, die wollen das Ding jetzt wieder zum Laufen bringen, oder was? Ich habe immer noch nicht das Projekt verstanden an sich. Drehturmkran, ja. 100 Meter Spitze, 2,5 Tonnen am Haken. Ja. Top. Und ich wollte gerade sagen, das sind Zeltstangen, glaube ich. Also, hier sind auf jeden Fall Halterungen hier. Das Einzige, was ich jetzt nicht gesehen habe, war diese grüne Plakette, Euro 4 oder wie das, Euro 6 da hier, ne? Da vorne. Die war jetzt noch nicht dran, die müssen sie wahrscheinlich noch holen. Überall, ich denke mal, sind es Bänke hier oder so? Das ja, man, ne? Ja, denk, ja, das, ja ist, das sind die Tanks, aber eigentlich haben die Russen selber gesagt, dass das Ding total prödel ist. Weil wie man sieht, ist hier der Motor alles eigentlich völlig im Weg. Ja. Eigentlich? Aber egal. Egal. Sondern irgendeiner, der so ein Ding wirklich noch kennt oder sowas vielleicht hat, kann uns gerne mal mit uns Kontakt aufnehmen, weil wir haben doch noch so ein paar Fragen über so ein paar Features hier, über Schalter und ich habe bis jetzt... Noch mal einmal hier auf die Hebel da drin. Ja, auf jeden Fall, ein paar Schalter haben wir schon rausgefunden, bei ein paar klackt es und klickt es. Ja, ist glaube ich auch schon mal nicht schlecht, ne? Digga, das Ding ist doch komplett Fritte, oder nicht? Gang haben wir bis jetzt schon mal einen reingekriegt. Hier kommen so ein paar schmierige Hufergriffe drauf. Jo. Da musst du eben aufpassen, ne, wenn du vor und zurück machst, eben die Hinweise beachten. Ja. Und Schild, ne? Teil 2 folgt. Ist da jetzt schon was online? Nee, ne? 26.12. Ja. Also da bin ich gespannt. Sag ich euch ganz ehrlich. Da bin ich gespannt, wie der Bums weitergeht. Ja, schaut gerne bei den Jungs vorbei. Dumm. Tschüss.